Hallo, meine Shane ins Krankenhaus bringenden Kleidertherapeuten und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Flauschig-Wünschen hier bei Stardew Valley. Guten Morgen, meine Hübsche. Ich muss heute nicht starten. Ja, aber mache ich doch gerne. Danke dir. Ich muss mir das gucken. Ich brauche ein bisschen was. Also, wir wollen ja heute ein paar Geschenke verteilen. Also, ich habe zumindest das. Sashimi kann ich auch herstellen. So, dann haben wir schon mal Sashimi. Sashimi! Ich brauche noch was. Gebratenen Tittenfisch kann man vergessen, weil ich keinen Tittenfisch habe. Handkuchen mochte keiner, wa? Warte mal, ich will mal so meinen Spickzettel. Ich habe mir so ein bisschen was gemacht an Spickzettel. Ich kann eine Schokotorte, aber ich kann keine. Die Pinke beherrsche ich noch nicht. Da brauche ich ein Omelette. Und Plumpudding. Weizenmehl, Wildpflaume. Warte. Ja, habe ich sogar da, ne? Bauern und Pick-Torte, Plum-Pudding. Bauernfrühstück? Kann ich kein Bauernfrühstück? Bauernfrühstück. Warte, das ist ja der Bauernfrühstück. Bauernmahlzeit. Pastinake und Omelette. Warte mal, das kriegen wir doch hin. Das da. Stimmt, aber eins muss ich kurz machen. Ich muss die kurz rausnehmen. Da kurz reinpacken. So, ein Omelette. Lamm. Bauermahlzeit. Bam. Habe ich das auch erledigt. Sashimi. Bauermahlzeit. Plumpudding brauche ich. Eine Plumpudding. Ich brauche zwei Wiflom. Ich muss erstmal dann Mehl kaufen. Schmuck, glaube ich, habe ich nicht mehr. Ne? Ist euch weggeräumt. Dann brauchen wir eine Narzisse. Eine Narzisse. Zweite Narzisse. Kürbis. Nein, falsch. Kürbis. Kürbis. So. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Oh. Oh Mann, wie sage ich das? Es soll mir wirklich sein, was bei den Klippen passiert ist. Das war peinlich. Ich bin nur froh, dass ich da war, um zu helfen. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Wow, es war so schlimm, was? Oh, ich kann mich kaum erinnern. Ich werde einen Therapeuten besuchen. Aber er hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Jedenfalls, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du meinst, dass ich die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Ich will niemanden mehr zur Last fallen. Alles gut, Shane. Alles gut. So, wie sieht's denn aus? Also hier läuft alles, da wächst alles, da ist schon alles. Und da haben wir auch schon Pepperonski! Sehr gut. Ich gehe jetzt erstmal meine Küken besuchen. Und dann gehen wir gleich ein bisschen rum, beschenken die Leute und so weiter. Guck mal, da sind sie ja. Mathilda und Evil Chicken. Was haben wir da? Oh, noch ein Ei. Ei ist gut. Und ein Schatten-Ei noch besser. La 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 la. Ja, die Stimme wird bald, wird langsam, kommt bald wieder. Ist noch am Aufbau, aber sie wird auf jeden Fall delicious-mäßig wiederkommen. Oh, guck mal, das ist schon Honig. Da ist schon Honig. Da ist ein wenig Honig. Wildhonig. Irgendwann können wir uns dann hier mit dem Gold, könnten wir uns hier hinstellen, dann macht er alles automatisch mit einmal. Natürlich auch genial. Schnurribubi. Ja, ich gieße dir auch was ein. Keine Angst. So, das nehmen wir mit. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Zucker und Co. Das nehmen wir mit. Gut, dass wir die jetzt auch aufgebaut haben, weil dann geht der ganze Kladderadatsch jetzt da ja rein, die Blitze.
Was auch wiederum gut ist, weil wenn, dann kriegen wir auch Batterien. Jetzt haben wir 5 Batterien bekommen, das ist gar nicht mal schlecht. Flumm. So, warte mal, ich muss jetzt kurz überlegen. Ich würde sagen, wir verteilen jetzt erstmal die Geschenke, die wir haben. So, bis gleich, meine Hübschen. So, gemischte Saft. Als allererstes besuchen wir mal Robin. Robin mag hier unsere Narzisse, ne? Ne, Robin mag, warte mal, ne, Robin. Robin mochte Spaghetti. Die Spaghetti habt ihr eingepackt? Nein, ich hab die Spaghetti nicht eingepackt. Nein. Oh. Okay, Leute, kennt ihr euer Text? Ja. Bereit? Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Ich hab mich wo gehört. Es tut mir leid. Wie soll ich an meinem Text denken, wenn ihr Gesicht so direkt vor mir ist? Oh, hey! Schau dir meine neue Kamera an. Der Iona-Konzern veranstaltet einen Werbespot-Wettbewerb. Das Preisgeld ist 10.000 G. Hey, ich möchte dich gerne in dieser Aufnahme haben. Einverstanden? Geh einfach im Hintergrund an Clint und Emily vorbei, während sie reden. Das macht die ganze Szene etwas authentischer. Aber gerne doch. Wir sind der Nebendarsteller. Wir sind der beste Nebendarsteller, den es gibt. Okay, bereit. Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Du hast mir versprochen, du würdest mich für nichts auf der Welt verlassen. Das war wohl gelogen. Nein, so ist das nicht. Es ist einfach, dass ich tun muss. Es ist mir sehr wichtig. Ich muss einfach diese neue Joja Blue Cola ausprobieren. Sie hat den dreifachen Sorbitgehalt, der für ein noch besseres, süßeres Trinkerlebnis sorgt. Und sie ist günstiger als Wasser. Aber ist Limonade nicht ungesund? Du hast mir versprochen. Keine Angst, mein Schatz. Das erstklassige Forscherteam im Joja-Hauptquartier hat bestätigt, dass Joja-Blue keine bedeutende Abtragung der Magenschleimhaut bewirkt. Also kannst du trinken, so viel und so oft du willst. Die eigentliche Frage ist, wann wirst du Blue werden? Gluck, gluck, gluck. Oh. Schnitt! Das war perfekt. Ah, danke für deine Hilfe. Ah, kein Problem, ich bin der beste Nebendarsteller durch die Kamera, durch die Bildläufer der Welt. Clint. Das ist genial. Oh weia, oh weia, wei. Ach, ist das toll. Ey, sowas, das Spiel ist einfach so good. Genau, es war ja nichts weiter. Es war erst in der nächsten Folge. So. Hey, Pia, du wolltest eine Narzisse haben. Oh, das ist wirklich nett für dich. Ich mag das. Sehr schön. Caroline mag auch Narzisse. Das ist Abigail, aber wo ist denn Caroline? Abby, wo hast du deine Mama gelassen? Ne, warte mal. Ist sie vielleicht? Ja, da ist er. Hier, Caroline. Ja, du meine Güte, bist du sicher? Aber klar doch. Viel Spaß mit den Pflänzchen. So, ich muss noch Willi besuchen. Willi, Sebastian, Robin. Mani. Mani schaffe ich meistens nie. Die ist irgendwie immer früher weg. Die müssen wir besuchen. Mani, Mani, Mani. Mani, Mani, Mani.
Hallo, Mami. Oh, das ist ein unglaubliches Geschenk. Danke. Hier. Warte mal noch bei 4. Mm. Warte mal, falsche Taste. Warte mal. Ah, genau, Kürbis war jetzt für Willi Wilinski. Oh ja, ich brauche noch Zucker und Mehl. Hol ich gleich noch, damit ich Jessie am Plumpudding bringen kann, damit wir sie auch noch ein bisschen hochpushen, damit die alle mit uns befreundet sind. Naja, ich muss mir gleich um Bienen noch eine heiße Zitrone machen. Die Stimme ist schon besser geworden. Merkt es ja, so nach und nach geht es ja schon. Aber mit der nächsten Sache müsste es dann noch besser werden. So. Wir werden übrigens die Herzen nicht höher als 8 bringen können, weil wir das Problem haben, dass wir uns ein bisschen da in ein paar Schwierigkeiten hineinrutschen könnten, die wir aber natürlich gerne verhindern wollen. Oh, das ist großartig. Wenn nur Papa doch hier wäre, wäre sicher total begeistert. Mich ärgert nur, dass die Stimme halt derzeit nicht meine berühmte Z-Production machen kann, aber ist ja kein Problem. Die kommt wieder. Wir haben jetzt erstmal die Triple Z Production. Da sind halt unsere ganz. Wir haben im Endeffekt nur einen einzigen Übersetzer, der alles sozusagen vertont und dadurch ist immer dieselbe Stimme. Ob Mann, ob Frau, ob höher, tiefer, etc. Es bleibt das Gleiche. Sashimi muss ich gleich noch bringen. Kriegen wir gleich zu Sebastian mit unserem Spalagletzki. Aber warte mal, ich habe schon wieder was vergessen. Ich wollte nämlich gerne noch einen Plump-Pudding machen. Boah, ich würde irgendwie sowas nie essen. Ich weiß nicht, also das wäre. Aber du mochtest doch das hier, ne? Und ein Geschenk, ne? Ja. Möchtest du was im Gegenzug haben? Nein, behalt mal. Alle gut, ich brauche eigentlich nur Zucker und Mehl. Du Pia, ich brauche mal. Oh, warte mal. Rotkohl? Oh, müssen wir auch nochmal machen. Haben wir noch gar nicht. Einmal Zucker, einmal Mehl und auf Wiedersehen. So. Dann machen wir jetzt Plumpudding. Und dann bringen wir Plumpudding. Sashimi und Spaghetti. Bringen wir dann woanders hin. Oh, Flamm. Pamp. Paralam. Ja, packen wir jetzt hier einfach rein. Ist jetzt halt so. Ich brauche 2 von die. Warte mal, das ist eigentlich besser, wenn ich den nehme, oder? So. Einmal Plump. Oh, guck mal, wir können eine Schokotorte machen. Nee, jetzt keine Schokotorte machen. Plump-Pudding. Meine Güte, und jetzt nimm dir mal einmal Spaghetti mit raus. Und dann Eider raus, ab die Maus. Genau, als allererstes gehen wir hoch zu Robin. Und zu Sebastian. Pushen die mal gleich nochmal ein bisschen hoch. Jetzt einfach mal so ein bisschen Herzen aufflammen lassen. Und dass wir da auch die Freundschaft noch weiter pflegen. Hier kommen wir jetzt ja gerade nicht weiter. Im Jahr 3 werden wir fertig mit dem. Und ich finde, das reicht ja auch. Guck mal, wir sind jetzt im Sommer schon Tag 5 und 6 haben wir dann jetzt schon mal fertig, ja? Also sprich, wir kommen dann auch da wieder weiter. Und das ist völlig, völlig in Ordnung. Oh, warte mal, stopp. Ich habe hier was für dich. Bitteschön. Oh, das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Ich habe immer so ein paar nette Zuschauer, die mir da so ein paar Tipps geben, wodurch ich weiß, was ihr mögt. So. Oh, das ist für mich. Wow, das ist total super. Ja, finde ich auch. Insbesondere da meine Stimme total am Absterben jetzt nochmal ist. Magnetismus. Ach, es ist toll. Und genau, mehr können wir jetzt ja sowieso mit den ganz anderen Sachen nicht machen. Ich muss mal gucken. Jess war. Nee, Jess ist da drüben. Oh, mit dir muss ich auch noch mal öfters quaggeln. Ich habe auch noch nicht gemacht, mehr Geschenke verteilen. Jess ist nicht zu Hause. Oh, warte mal, Jess ist ab und zu Seilspringen, das weiß ich. Oh, heute ist ja, stimmt. Mal vergessen. Ne, oh, warte mal. Tulpe. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, ob ich mal Tulpe mag. Irgendjemand mochte Tulpe.
Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Das bringt mir jetzt auch nicht viel. Sommerschmuck, Feenrose, Störkäfer, vielleicht Kohlsalat, seltene Saat. Ich glaube, der brauche ich immer noch. Hier voll blank, ey. Oh Gott, das ist so krass, wie weit wir runtergedroppt sind. Aber gut, ich habe eigentlich genügend Sachen. Wenn ich die alle verkaufen wollen würde, würden wir wieder hochkommen. Aber wir warten einfach, weil ich gerne einfach warte, bis hier die Blaubeersaat dann durchgeht. Das sind ja 88 Points, die wir kriegen. Plus, minus, dann noch ein bisschen mehr. Oh, guck mal, da kommen sie ja. Ja, guck mal hier, Jazz, für dich. Oh, wow, danke. Ja, meine Stimme ist echt ein Töffes. Aber ist ja kein Problem. So, dann viel Spaß, meine Hübsche. Und Jazz, dir auch. So, jetzt gehen wir mal zurück. Packen das da rein. Was wir so haben noch. Und dann weiß ich gar nicht, was wir dann machen. Ja, wenn man halt so viel, so wenig wirklich gerade zu tun hat, weil alles auf alles gewartet wird, sieht die ganze Sache ja auch wieder ganz anders aus, ne? Genau, jetzt haben wir die 8. So, dann haben wir hier noch den. Dann packe ich den auch erstmal mit rein. So eingelegt, das verkaufen wir und legen die nächsten Kartoffeln ein. So, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld muss sein. So, ich bringe dich mal wieder zurück, dann brauchst du nicht viel machen. Ich bin genial, wie wir hier alles so voll haben. Ich muss jetzt nächstes wirklich fertig kriegen, weil ich wirklich gerne die Kühe als nächstes haben wollen würde. Mit neuen Kühen können wir dann Milch nämlich reinbringen. Dann müssen wir noch die 25.000, dass der mir dann immer alles automatisch macht, dass ich dann nichts mehr erledigen muss. Das wäre auch ultimativ, wenn du da nichts mehr machen musst. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch gar nichts zu tun. Ne? Wir sind echt gerade in so einer Phase, was ich auch mal sehr schätze in manchen Spielen einfach, wo wir einfach wirklich so ein bisschen für uns Zeit haben. Wir gehen hier hin, wir gehen dort hin. Wir haben jetzt einfach nur Geschenke verteilt. Sag mal, nicht da jetzt? Buddel. Kommt der Leiche raus. Nein, Spaß. Was hatten wir hier? Das ist noch, ne? Nee, 3 Tage noch. Heute, morgen, übermorgen. Ich muss echt wieder trotzdem in die Höhle Käferfleisch besorgen. Ich laufe jetzt einfach noch mal so ein bisschen entlang, nimm alles so ein bisschen mit. Genau, ich wollte nämlich auch wegen denen hier halt hauptsächlich mitgucken. Nicht wegen Leben, sondern eigentlich wegen was anderem. Aber wenn wir halt Leben haben, dann haben wir halt Leben. Das ist halt das, was ich meine. Wir sammeln halt alles Mögliche mit ein. Wir behalten auch das meiste davon. Und dann war halt der Vorteil, dass wir immer aus der Freundschaft gehen. Aber. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Ist irgendein Schattenwesen lang gelaufen. Müsst ihr doch mal zurückspulen. Ich kann mir ja nicht mehr irgendwie was leisten, gerade irgendwie zu kaufen oder sowas. Ich könnte mir ja nicht, gut, Schattenei brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja eins und daraus sind jetzt, genügend, könnte man ja das nächste dann sozusagen jetzt schon einpacken. War jetzt aber gerade witzig mit dem Wesen da, oder? So, komm, wir hauen uns schon mal hin. Hier muss das Video nämlich noch hochpacken. Morgen geht es nämlich auch wieder an in die Arbeit. Früh aufstehen ist wieder angesagt. Und also, wenn ihr das guckt, bin ich noch gerade auf Arbeit oder gerade auf dem Rückweg von der Arbeit. Warte mal. 1, 2, 3. Ne, warte mal. 3, 4, 5. Brauche ich immer noch einen von dem. So. Genau. So sieht richtig aus. Hallöchen, meine Hübsche. Wie geht's dir denn? War ein schöner Tag heute? Guten Abend. Mein Tag war gerade in Ordnung. Danke. Und wie war deiner? Auch super. Und weil ich dich jetzt gesehen habe, ist alles picobello fein. Klump. So, dann hauen wir uns mal hin und freuen uns am nächsten Tag.
Und ab ins Bettchen. Und kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Zwar nicht viel, aber sind immerhin 420. Ist schon in Ordnung. Ach ja, und einen Schuppen bauen wir uns noch. Kommt dann noch alles. Aber jetzt muss erstmal wieder Geld halt rein. Und dann bauen wir das alles um. Dann kommt das die Sachen aus dem Haus heraus. Das ist ja alles. Ich hatte mal einen Schuppen, da war nur voller Weinfässer. Ein Schuppen nur voller Einlegfässer. Also da hast du schon so deine Möglichkeiten. Wie sieht es denn morgen mit dem Wetter aus? Klar und sonnig. Wie sieht unser Glück heute aus? Heute gutes Glück bescheren. Sehr schön. Und was habe ich natürlich vergessen? Ja, meine Freunde. Guten Morgen. Lasst uns loslegen. Was haben wir denn heute hier? Ein Briefler. Shane, komisches Brötchen. Ah, Frage, ich habe dieses Rezept in einer Zeitschrift gefunden und dachte, das klingt interessant. Lass es mich probieren, wenn du es überlebst. Fischer gesucht. Ich brauche ein gutes Experiment eines Kugelfisches. Ich arbeite gerade an einem Experiment zu dem Toxin, der... Ja gut, was soll ich mir mal sagen? Ich glaube, Kugelfisch kriege ich aus dem Meer, oder? Das ist viel friedlicher als mein alter Platz in der Stadt. Ich bin wirklich glücklich hier. Das hoffe ich doch, meine Hübsche. Lass dir gut gehen. Oh, warte mal, ich habe irgendwas schon wieder fertig. Genau, das ist, Radieschen-Zart. Da brauchen wir gleich nochmal welche. Radieschen-Zart, da müssen wir gleich nochmal 6 Radieschen-Saat holen. Das ist wieder was, wir nur wegpacken, weil wir daraus nachher noch was machen können. Hey, Ewe Chicken und Mathilda, wie geht's euch? Bock, 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 bock. Alles gut, alles gut. Sehr gut, ich brauche 10 Eier nämlich, Leute. Denkt dran, wir brauchen 10 Eier. Ja? Ist schon nicht umsonst, warum ich das jetzt hier gerade mache. Der Ewe Chicken fertig ist. Wenn der Ewe Chicken fertig ist, der zweite. Das wird dann Evil Knievel werden. Dann müssen wir ein weiteres Huhn halt fertig machen. Dass wir da auch weiterkommen. Mehr Eier halt gleichzeitig herausbekommen. Lalalalalala. Ich überlege gerade, Robin könnten wir heute noch mal was bringen. Sebastian könnten wir noch mal was bringen. Dann kriegen wir da auch noch mal ein bisschen was. Geschenke ist halt immer gut, wenn wir die weiter verteilen können. Was ist denn das? Also manchmal verstehe ich mich nicht selber nicht. Bevor du stehst da vor einer Pflanze, drehst dich um und gehst hinter dich. Ich glaube, ich würde mich selber blöd angucken. So. Ist auch erledigt. Gucken wir mal drüben, ob noch mal ein bisschen was gekommen ist für uns. Dann würde ich erstmal gucken, dass wir Spaghetti mitnehmen, das Sashimi mitnehmen. Plumpudding könnten wir eigentlich auch noch mal machen. Dann. Plumpudding könnten wir auch noch mal machen. So, pass mal auf, geben wir mal ein Sashimi. Plum. Dann gib mir mal die Spaghetti noch. Genau. Zwei Narzissen und den Kürbis kriegen wir hin. Der Baumarzt, der kriegen wir leider jetzt nicht mehr so einfach hin. Kürbis. Spaghetti, Kürbis, bla. Genau, zwei Narzissen. Da sind keine. Da müssten sie hier sein, ne? Genau, 1, 2. Dann lagert es nicht zu sehr. Und das Ding holen wir noch, indem ich auch nochmal 6 Radieschen-Packungen hole. 6 Radieschen-Packungen, genau. Die müssen wir jetzt auch nochmal machen. So, mein Hübscher, wir müssen wieder los. Lassen Sie uns loslegen. Ne, warte mal. Ich brauche gar keinen Plumpudding machen, weil ich habe, glaube, bei ihr das fertig, ne? Genau, sie ist fertig, da können wir gar nicht mehr. Okay, dann lassen wir das mit dem Plummi-Pum-Pudding. Obwohl morgen Reset ist. Egal. Wir machen das ganz locker flockig. Weil wenn da was kommt, dann kommt was und dann haben wir das. Also ich gebe mir da keine. Ich mache mich nicht verrückt. Warte, mache ich bei Linus habe ich. Den habe ich noch nicht. Emily brauche ich ja nicht mehr. Shane könnte man noch mal was machen.
Oh, Shane holen wir aus dem Laden raus. Da holen wir nochmal eine Pizza. Und dann können wir Shane eine Pizza geben. So, pass mal auf. Hier habe ich Spaghetti. Das finde ich für mich. Oh, super. Das finde ich super toll. War gerne doch. So, jetzt gehen wir mal runter. Sebastian. Sebastian ist gar nicht da. Weltallplakat. Er hat Gerät an dem Mauer, aber sieht ziemlich zusammengestückelt aus. Okay. Erst im Moment sieht wie ein Reiskocher mit einem Teekessel aus, aber nachher kommt da raus dann noch was ganz Ultraböses und da müssen wir aufpassen. Ein Dimensionslochreißer. Alles in die Lochreis. Sag mal, wo ist denn Sebastian jetzt schon wieder hin? Der könnte mit Dings abhängen, oder? Könnte der nicht mit Sam abhängen? Oder ist er hier hochgerannt zum Rauchen? Ne, rauchen tut er nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt runtergehen. Und gucken da nochmal. Gott, mir fallen schon die Augen zu, ey. Es ist gerade mal 10:30. Ist schon wieder Zeit zum. Oh, hi, Demetrius. Alles Klärchenbärchen? Aber weißt du, wo dein Sohn ist? Den suche ich gerade. Den suche ich gerade. Hallo, 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 hallo. Ist das Sebastian, du? Da sind Chess und Vince. Ah, guck mal, da hängen sie ab. Na, sehr gut. Und da läuft der liebe Dings. So. Oh, das mag ich am liebsten. Woher wusstest du noch? 5 von 8. Sehr gut. Jetzt da rein. Genau. Jetzt müssen wir erstmal das im Kopf behalten und dann diesem Plan auch folgen. Genau, hier wollte ich auch nochmal rein, weil ich brauche für den lieben Shane nochmal was. Hallöchen, kannst du mir mal bitte ein Pizza geben? Danke dir. Schon wieder 6 Euro ausgegeben. Eigentlich habe ich gar nicht das Geld, um immer auszugeben, ne? Aber ich gebe trotzdem die ganze Zeit aus. Totaler Hirn raus. Aber naja, gut. Manchmal ist es so. So, pass mal auf. Hier, du kriegst eine Narzisse. Oh, ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, na klar. 4 Herzen. So, jetzt kommst du dran. Oh, das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. 3 Herzen. Sehr schön. Hier, klettern langsam nach oben, während wir die alle beschenken. Und es macht aber auch richtig Spaß einfach. Ich bin sowieso jemand, der gerne schenkt. Ne? Also, Shane, 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 Shane. Shane, 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 guck mal hier, Pizza. Oh, wow, Frage, wo ist das? Das ist sowas mag. Ach, Shane, weißt du, ich kenne dich schon so gut. Das glaubst du selber nicht. Das glaubst du selber nicht. Aber wisst ihr, das war eine Frage. Früher hattest du die Möglichkeit, da gab es ein Story-Ding, wo du dann festlegen konntest, wenn du halt mit jemandem befreundet sein möchtest oder eine Beziehung geht. Damals gab es ja auch gar nicht diesen Blumenstrauß. Muss ich sagen, das finde ich eher negativer. Weil damals konntest du. Bist 13:40 Uhr. Bist du denn? Ich fand damals besser, wenn du damals die Möglichkeit hattest, weil du damals die Möglichkeit hattest, dann das anders zu machen. So, warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. So, dann müssen wir jetzt aber erstmal den Willi noch suchen. Und ich weiß nicht, wo ist. Er ist ein Jüss, wie er drauf sitzen. Ich glaube euch da. Das nehmen wir ja auch noch mit. Na toll. Aber er sitzt nicht hier, ne? Aber irgendjemand ging doch auch mal hierher. Ah, das ist sogar Willi. Aber wo ist er denn auf den Samstag? Ich wollte ihm auch nochmal was schenken. Das ist halt cool, wenn man denen auch nochmal was schenkt. Dann hast du einigen Leuten einfach was geschenkt. Entschuldigung. Ist er schon in der Kneipe? Nee, oder? Doch gar keiner hier. Ist ja peinlich. Keiner da und ich bin der Erste, der da ist. Oh, hallöchen, die Damen. Habt ihr Willi gesehen? Nein. Wenn man vom Teufel spricht. Willi! Du bist frei. Ja, nee, ist ja früh, Willi. Oh, das ist großartig. Ja, wenn der Papa noch hier wäre, wäre er sicher total begeistert. Gut, 2 sind wir schon. Ja, dann viel Spaß damit und wir sehen uns. Dreht er sich im Kreis. Die Stimme rennt schon wieder weg. Ich muss echt gleich mir heiße Zitrone nochmal einstellen. Jetzt haben wir aber auch nichts, was wir brauchen, ne? Traube mitnehmen.
Oh, das haben wir auch noch mit. Was andere haben wir jetzt? Ich muss immer dreimal darüber nachdenken, ob wir alles haben. Weil ich hier auch nichts vergessen möchte. Aber gut, regulär vergessen kannst du gar nichts, weil du ja immer noch irgendwas anderes hast. Oh, doch, wir haben was vergessen. Wir brauchen noch 6. Wobei, ich würde gerne erst was anderes einpflanzen. Ich überlege gerade, ob ich das mache oder ob ich eher was anderes einpflanze in 9 Tagen. Warte mal. Hi, du. Eigentlich Radieschen, aber ich würde gerne das machen. Ein wenig Rotkraut einpflanzen. Hi, Harvey. Ja, voll da mal vorbeigeritten. Einfach mal. Wir haben schon 3 Mal Agonisaat. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der das freigibt, dass wir die alle abarbeiten können und dass wir dann, weißt du, darauf warte ich irgendwie gerade. Guck mal, ich gehe jetzt erstmal da rein. Wir müssen jetzt erstmal alles ablegen, was wir haben. Nix, der Donada. Ich glaube, die Regenbogen-Dinge, die können wir eh verkaufen. Irgendwie ist das gerade doof. Ich bin den rein, aber ich kann den nirgendwo. Ich kann alles, was nirgendwo mehr reinpacken. Weißt du, was wir damit mal machen? Genau. Dafür haben wir ja die blaue Kiste jetzt hier. Sie hat es ja eh umdekoriert. Dann können wir ja auch hier erstmal die Sachen reinlegen. Huch, falsch. Wieder falsch. So. So. Das sind nämlich das und das noch mit reinpacken. Ja, das sieht alles hier besser aus. Besser. Lalalala. Komm mal hier, mein Hübscher. So. Ich weiß, ich habe eigentlich die falsche Kiste gegriffen, aber. So. Nee, ich mach mal so. Ich habe ihn dort abgestellt und dann renne ich trotzdem noch dagegen. Am Mann, oh Meter, da sieht man es wieder. So, jetzt kommt noch Rotkraut. Üben. Radieschen packe ich mir auch erstmal rein. Ne, warte mal. Gold und Silberradieschen werden jetzt verkauft. Ein klein wenig Einnahmen sollten wir schon versuchen zu machen. Eher schon sinnvoll. So. Oh, davon nochmal 14. Können wir auch verkaufen, schnell. Wenn wir wenigstens ein bisschen irgendwo die Gelder noch mal reinkriegen. So, ich werde heute, ihr wisst ja, also die Stimme muss ich immer noch ein bisschen schonen, aber wir sind schon besser. Also die nächsten 2, 3 Folgen vielleicht noch. Danach, glaube ich, können wir dann wirklich wieder normal längere Folgen machen, wo wir dann auch uns dann um das alles angucken und schauen, ob wir da noch den Außerirdischen finden. Das wäre halt schon eine gute Sache. Aber für heute machen wir erstmal Cut. Ich merke nämlich schon, wie die Stimme immer mehr nachlässt. Hi, meine Hübsche, na, was ist los? Meine Mutter ist ohne mich vermutlich ziemlich einsam. Ich hoffe nur nicht, dass sie zum Ausgleich mehr in die Kneipe geht. Du solltest dich nicht schlecht fühlen. Mama muss ihre eigenen Probleme lösen. Oh, das ist süß. Du bist eine süße Maus. Weißt du was? Weißt du was? Guck mal, ich gebe dir sogar was. Ist nur für dich. Oh, danke. Ich stehe total. Ja, ich weiß, dass ich schenke dich ja schon die ganze Zeit. Aber ich schaue mich heute mal schon mal hin, weil mir geht's heute nicht ganz so und ich gehe mal eine Runde schlafen. Ja, meine Hübsche? So, genau. Also für heute war es das erste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt nicht mal was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann hat eigentlich der Goose Geburtstag. Und ich hoffe, dass meine Stimme dann wieder ein bisschen mehr noch da ist, dass ich dann wenigstens ein wenig mehr reden kann. Das wäre schon sehr schön. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.